Herzlich willkommen bei einem weiteren Video zum Themenbereich Mathematik Flächenberechnungen bei Dreiecken. Ich bespreche hier ein gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck und das ist gegeben mit einer Seitenlänge a von 8 cm und es sind 4 Fragen zu beantworten. Die Basis c, die Höhe hc, der Flächeninhalt und der Umfang. Wie immer beginnen wir mit einer Skizze. Und hier lohnt sich ein Blick besonders, weil das gleichschenklig-rechtwinklige Dreieck ist ein ganz besonderes Dreieck, weil es entspricht der Fläche genau der Hälfte eines Quadrats. Das ist hier bei der Skizze gut zu sehen. Zweite Vorbemerkung, die Diagonale des Quadrats und die Basis C sind identisch. Deshalb kann man formulieren, die Basis C des Dreiecks entspricht der Diagonale des Quadrats. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der das Dreieck selbst betrifft. Die Hälfte der Basis, also c halbe, ist gleich lang wie die Höhe hc. Und der vierte Punkt, bevor wir mit den Berechnungen beginnen, das bekannteste Beispiel für ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck ist das Geodreieck. Doch nun beginnen wir mit den Berechnungen und hier können wir die obigen Informationen gut verwenden. Zum Beispiel, wenn wir die Basis C berechnen, die wird ja gleich berechnet wie die Diagonale eines Quadrats. Deshalb verwenden wir die gleiche Formel. Nur auf der linken Seite statt D steht jetzt halt ein C. Und zwar wird die Basis berechnet mit A mal die Quadratwurzel aus 2. Wir ersetzen laut Textangabe A mit 8 mal die Quadratwurzel aus 2 bleibt. Und damit erhalten wir das erste Ergebnis. Die Basis C hat eine Länge von 11,3 cm. Das Ganze verschriftlichen wir in einem Antwortsatz. Die Basis C beträgt 11,3 cm. Dann haben wir oben erfahren, dass die Höhe HC genau die Hälfte der Basis C beträgt. Auch diese Information können wir hier umsetzen. HC ist in diesem Fall C dividiert durch 2. C ersetzen wir durch die vorher berechneten 11,3 cm, 11,3 dividiert durch 2. Damit erhalten wir das nächste Ergebnis. Die Höhe HC beträgt 5,65 cm. Auch diesen Sachverhalt definieren wir in einem Antwortsatz. Die Höhe HC beträgt 5,65 cm. Kommen wir nun zum Flächeninhalt und hier nützt uns die Information, dass der Flächeninhalt die Hälfte eines Quadrates entspricht. Das heißt, wir verwenden die Flächeninhaltsformel des Quadrats. Sie beträgt a hoch 2 und dividieren durch 2. A ist gegeben mit 8 laut Angabe, 8 hoch 2 ist 64, dividiert durch 2 ergibt 32 Quadratzentimeter als Flächeninhalt. Auch hier können wir einen Antwortsatz formulieren. Der Flächeninhalt beträgt 32 Quadratzentimeter. Und schlussendlich berechnen wir noch den Umfang. Der Umfang wird berechnet mit der Formel 2 mal a plus c. A ersetzen wir mit 8 und C ersetzen wir mit dem berechneten 11,3 cm. Das ergibt dann insgesamt 2 mal 8 ist 16 plus 11,3 ergibt insgesamt 27,3 cm. Und wir formulieren unseren letzten Antwortsatz. Der Umfang des gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecks beträgt 27,3 cm. Wenn euch das Video gefallen hat oder euch auch ein bisschen weitergeholfen hat, würde ich mich über eine positive Rückmeldung bzw. Bewertung sehr freuen. Bis bald bei einem neuen Video auf diesem Kanal.